Servus, werte Natakus, herzlich willkommen zum Season Check. Es ist wieder soweit, die neue Anime-Season hat begonnen. Und für die Leute, die es kennen, ihr wisst, was auf euch zukommt. Für die Leute, die es nicht kennen sollten, wir nehmen jetzt die Neustarts der Anime-Season dann durch und gucken uns jeglichen Scheiß an und berichten euch dann darüber, wie es ist und geben einfach unseren Senf ein bisschen dazu, ob wir sagen, empfehlenswert oder absoluter Müll, damit ihr das einfach nicht mehr machen müsst. Aber diesmal ein bisschen anders als das letzte Mal. Das letzte Mal hatten wir ja 4 große Folgen. Diesmal versuchen wir mal ein bisschen was anderes. Wir packen nämlich für jeden Neustart ein kleines Video auf unseren Kanal. Ja, also wir gehen jetzt einfach auf Quantität statt auf Qualität. Super. Los geht's. Die Zeit der Ritter ist eigentlich schon längst vorbei. Doch auch im 21. Jahrhundert gibt es immer noch Ritterorden. Yotaro Hanafusa ist ein Mitglied des immer noch bestehenden Orden, die sich selber Ritter der Welt nennen. Und wie der Titel schon vermuten lässt, ist unser tapferer Ritter mit einer Lanze ausgestattet und wie es sich für einen Helden gehört, schützt er seine wahre Identität mittels einer Maske. Eines Tages allerdings trifft er auf ein junges Mädchen namens Makio Kiduin und beschließt bei ihr zu bleiben, um ein Auge auf sie zu haben, da sie scheinbar alleingelassen in einem riesen Haus wohnt. Den Start habt ihr jetzt gesehen, macht Lance and Mask. Lolli, direkt am Anfang, wir freuen uns unheimlich. Freue mich ja jede Season drauf, aber geht direkt los. Wie gesagt, also ich hab's ja, wir haben es alle ja gesehen, Story finde ich platt, langweilig. Charaktere, 0815, also wie sie einfach dargestellt sind. Ja, es ist so kindlich. Es ist in erster Linie, es ist erstmal, wenn du rein nach der Optik gehst, es ist typisch Lollicon. Würde ich sagen, also Zeichnung, würde ich in diese Richtung einfach mal schieben einfach. Durchweg Kleinkinder. Sind wahrscheinlich, keine Ahnung wie alt, sehen aber wieder aus wie 8. Würde ich auch mal so schätzen. Obwohl hier die Mites, die waren ja auch erwachsen. Also die sehen nicht aus wie Kinder, sondern nur dieses Hauptvieh da, diese Mikoi da, wie die hieß dann. Ja, okay, die war natürlich... Vielleicht ist es wirklich ein Kind und man tut jetzt gerade der Serie einfach Unrecht. Das ist das Problem, man weiß es halt nie. Man weiß es halt eben nicht. Aber so kindisch wie die Optik nun mal auch ist, ist aber auch gleichzeitig, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Inhalt, wenn du so willst. Das ist eigentlich so eine typische von wegen Held rettet Mädchengeschichte. Ist dann aber auch wieder in der Form, so mehr, dass man Superman kennt. Ja, es reicht, wenn ich mir eine Brille aufsetze und kein Mensch erkennt mich wieder. Dieser Typ auch, der hat eine Maske. Rennt hinter den Stein, nimmt die Maske ab, Mädchen hinterher, oh, ist er weg. Ja, stimmt. Doof. Obwohl, das erinnert mich ein bisschen an Sailor Moon, Tuxedo Mask, was, ne? Der hat ja auch nur... Ja, ist nichts anderes eigentlich, so, das stimmt. Wer bist du denn so? Oh, genau wie Bunny zum Beispiel, was nur durch den Stirnteil, so, wer seid ihr denn? Ja. Keine Ahnung. Das sind die Sailor-Krieger, ich hätte es auch nicht erkannt, also hätte ich dieses Stirnteil abgenommen, hätte ich es sofort erkannt. Aber trotzdem, also, wie gesagt, von der Geschichte her, vom Plot... Wie gesagt, ein bisschen platt, also ein Kind, was ganz alleine in einem Haus wohnt, ja nicht ganz alleine, das hat ja diese Mates dann noch um sich rumschwurren und wird dann betüttelt, aber von dem Vater ganz allein gelassen dann. Ich find's platt, also ich sag jetzt einfach mal so, wie es ist, ich werde jetzt nicht weiter gucken, weil zeichnungstechnisch gefiel's mir nicht, animationstechnisch gefiel's mir nicht wirklich, Plot gefiel's mir nicht, mir gefiel's generell einfach nicht, deswegen, ich guck's nicht weiter. Werde ich mir einfach mal anschließen. Das Ganze war für mich, wie gesagt, optisch war nicht meins. Storymäßig war nicht meins. Und der Held mit der Riesenlanze auch nicht. Klingt doof, ist aber so. Das war das Wort zur ersten Season-Check, also ersten Season-Check-Folge. Damit beenden wir jetzt den ganzen Blödsinn jetzt hier mit Lanzen und weitere Sachen. Deswegen sage ich einfach Matane bis nächste Woche. Nein, morgen! Bis morgen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, natürlich. Tschüss. Ciao.